Ja, willkommen zurück. Frankreich gegen Albanien ist das nächste Spiel der Euro 2016. Und genau das werde ich jetzt starten. Strategie gucke ich mir jetzt nicht an, gehe direkt zum nächsten Spiel und da bin ich schon mal sehr gespannt. Hier schaue ich dann schon mal näher rein, einfach nur um zu gucken, wie stark ich Albanien einschätzen kann. Finde ich sehr interessant, dass die sich qualifiziert haben. Nicht, weil ich sie für eine schlechte Mannschaft halte oder so. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Finde sie auch gar nicht so schlecht. Dort, wenn ich das so sehe, um die 70. Das heißt, ich gehe schon mal davon aus, dass sie während der EM jetzt keine große Rolle spielen und wenn dann eine Überraschungsmannschaft vielleicht sein könnten. Ist ja manchmal so, dass die kleinen dann oder vernehmlich kleinen Mannschaften dann auf einmal auftrumpfen, ohne dass man sie auf dem Schirm hat, aber ja, blau gegen rot. Das sollte doch funktionieren. Anstoß. Dann geht's gleich los. Gucken hier, Spieletipps. Spielfähigkeit, Sanar, Aktion. Nouveau Ach so. chapitre dans cette grande et Ich belle habe jetzt noch histoire du den championnat französischen d'Europe. Kommentar Les deux mitgehört. équipes finissent de se Spiel préparer. auch Le als match Frankreich, va ne? Habe bientôt jetzt mal débuter. umgestellt. Vorher hatte ich den portugiesischen, jetzt habe ich den französischen. Aber ich glaube, ich werde ihn einfach mal rausnehmen. Systemeinstellungen, Audioeinstellungen und da werde ich jetzt. Den Kommentar einfach mal rausnehmen. Musik habe ich jetzt rausgenommen, schon alleine deswegen, weil wenn ich die ganzen Sachen auf meinen YouTube-Kanal hochlade, gibt es sonst hübsche kleine Nachrichten, warum ich dann diese Musik abspiele, beziehungsweise meldet sich irgendjemand, der das Copyright hat und möchte Tantiemen dafür. Und da ist noch nicht mal die GEMA das Schlimmste. Aber ist jetzt auch nicht so krass. Erstens sind die Songs, finde ich, jetzt auch nicht so der Hammer. Auch wieder, ne? So komplett. Komplett, also der Torhüter eben komplett wieder vorne abklatschen lassen. Naja. Aber es war auf jeden Fall knapp. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt auch angewöhnt hier bei Pro Evolution aus allen Lagen zu schießen. Und ich finde auch für den Zuschauer ist das manchmal attraktiver, als wenn ich dann mich dann nochmal durchwursteln möchte und entsprechend mich dann wieder verhaspele. Wer sich wundert, ich bin der Meinung, ich habe das Spiel relativ langsam eingestellt. Also boah, klasse. Also langsam heißt, die Spielgeschwindigkeit ist bei mir nicht so hoch, weil ich festgestellt habe, dass also ich bin ja wie gesagt schon, was ich auch schon erwähnt habe, aus dem FIFA-Lager dann übergestiegen. Und FIFA war mir erst eigentlich zu langsam. Dann habe ich mich daran gewöhnt, dass man, ne, das realistisch ist, wenn das Spiel nicht zu schnell nur hin und her switcht. Und dann habe ich mich an die Spielweise gewöhnt und fand das dann auch besser, um da defensiv auch mal arbeiten zu können. Und dann hat Pro Evo mir da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem die eigentlich das Ding total arcade-mäßig noch aufgezogen haben, mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit hin und her zu spielen. Und dadurch wurde das Spiel auch sehr hektisch und auch Fehlpass-orientiert. Und darauf hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ich stelle es einfach ein bisschen langsamer ein in der Geschwindigkeit und dann kann ich entsprechend das Ganze etwas realistischer gestalten. Oh, schlecht. Gut. Noch besser.
Ja, na gut, das war zu erwarten, dass Albanien jetzt nicht der große Brocken wird, obwohl, wie gesagt, Kroevo immer dafür gut ist, dass die gegnerische Mannschaft da auch noch ein Tor schafft. Also da ist, wie heißt es so schön, der Drops noch nicht gelutscht. Allerdings scheint es so, als wenn Albanien jetzt nicht so ganz die große Hürde werden wollte. Ja. Noch sollte ich mich nicht zu früh freuen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht mehr so weiter, denn das wird natürlich dann auch etwas langweilig, wenn das jetzt schon in der nächsten halben Stunde, also das heißt inzwischen gleich in der 30. Minute, jetzt ist noch die 20., aber in der 30. Minute sozusagen schon alles entschieden anfangen. Darauf habe ich jetzt keine Lust, aber das ist jetzt keine Absicht hier irgendwie, ne? Also ich versuche jetzt hier nicht, weil ich das Gefühl habe, das Spiel wird sonst langweilig, hier Albanien ins Spiel kommen zu lassen. Ach, das ist natürlich. Jetzt kopiere ich alles nur noch, ne? Die lassen sich dann aber auch extrem leicht auskontern über die linke Seite der Franzosen. Und den Abschluss, tja, den müsste der Torhüter jetzt mittlerweile ja eigentlich gewohnt sein, dass er ins lange Eck dann schießt. Okay, na gut, 4-0. Gar nicht, wo jetzt die Austragungsorte alle sind. Also es wird auf jeden Fall sicherlich das Stade de France sein, das ist ganz klar in Paris. Ich gehe auch davon aus, dass in Marseille ein Spiel stattfindet. Dann gehe ich auch davon aus, dass sicherlich traditionell würde ich schon sagen, dass auch Saint-Étienne ein Spiel hat. Also, beziehungsweise was heißt ein Spiel? Also Austragungsort ist der Gruppenspiele. Toll gespielt.
Ja, die Statistik spricht natürlich für sich. Das hat sich auch nicht anders angefühlt. Und deswegen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich nochmal. Alles klar, da bin ich wieder. Ich werde die Mannschaft jetzt auch nicht wechseln. Keine Veränderung. Es läuft ja alles gut. Es gibt keinen, einfach gar keinen Grund. Ja, der Torhüter mitgedacht. Klasse rausgespielt. Nächste Tor. Eins schöner als das andere. Super Pass. Super Annahme. Super weitergeben. Super schön. Giroud auf Griezmann. Und Griezmann. Einfach mal abgezogen ins lange Eck. Wieder mal. Das lange Eck ist des Torhüters Feind. Naja, gut. Also entweder muss ich hier irgendwann mal den Schwierigkeitsgrad etwas höher stellen oder es ist jetzt eben Albanien. Ne? Sollte ich auch die Kirche im Dorf lassen. Allerdings Eigentor. Schlecht. Ne? Große Töne spucken kann ich. Aber gut, das war jetzt auch schön rausgespielt. Ein gelungener Angriff. Ich habe gepennt. Die Abwehr hat es nicht hinbekommen. Und dann auch noch ein Eigentor. Ja, gut abgefälscht. Ins eigene Netz. Direkt an die Brust gespielt. Ja, was hätte ich machen sollen, ne? Dafür kriegt ihr jetzt noch ein siebtes, ich sag's euch. Es wird euch noch leid tun, dass ihr ein Tor geschossen habt. Wie warte mal, in Albanien ist da nicht Blutrache? Ja. Damit kenne ich mich aus. Gibt's auf Korsika auch. So. Tschüss.
ein bisschen einfach. Aber ich habe auch tolle Spieler, also ne? Giroud. Ja, ui, das war aber richtig, richtig, richtig cool. Mit Fade. Also wie gesagt, tolle Spieler, da kann man. Kann man gar nicht daneben schießen, ne? Selbst wenn ich wollte, kann ich nicht schlecht sein. Klasse. Den Ball zwar nicht wirklich dann weiter mit geschliffen, aber schöne Moves. Das Einzige, was ich wirklich noch nicht so richtig raus habe, ist dieses das Tricksen eigentlich. Mit dem Stick mache ich ja selber nichts. Also ich kann mich auf den Ball stellen, mehr oder weniger. Mit R1. Sorry, ich hoffe, es langweilt euch nicht, aber ein bisschen ausprobieren hier, was möglich ist, ist auch mal nicht schlecht. Und gerade bei stärkeren Mannschaften ist es natürlich auch mal ganz gut zu wissen, was kann ich machen, wo liegen meine Grenzen und Fähigkeiten der Spieler. Und ja, Gegenbogen. Schnipser heißt der, okay. Und das mit dem Torhüter auch nicht gesehen. Aber das bedeutet wirklich, ich kann dann und dann. Also wenn ich mal gucken, wenn ich auf den Ball anscheinend draufstehe, beziehungsweise ihn aktiv kontrolliere und dann mit R und L3 gleichzeitig drücke, also die Sticks eindrücke, dann macht er anscheinend diesen Übersteiger. Ja, dann mit, Alter. Gut. Geklärt. Mitgenommen. Also wenn man sie lässt, kann sie richtig gut Fußball spielen, das ist keine Frage. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie ich drauf bin. Das lohnt sich. Ja, lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr zu wechseln. Das Spiel ist gegessen. Die Verlängerungszeit ist auch gleich drin. Und es gibt da auch genau, keine Notwendigkeit, da noch groß länger rein zu spielen. Ja, also der Sieg ist mein, ein sehr hoher Sieg. Fast jeden Schuss, der aufs Tor ging, auch verwertet. Das ist natürlich cool. Meine Pässe gar nicht mal so toll, ne? Nur 79% der Pässe sind angekommen. Allerdings habe ich wahrscheinlich auch extrem viele Pässe gespielt, wodurch die Fehlerquote höher wurde. Nur eine Flanke, das ist natürlich schwach irgendwo, ne? Aber hat ausgereicht. War eben keine Mannschaft, wo man viel flanken musste. Und Giroud hat eine 8-5er, das ist natürlich richtig gut. Spanien, Türkei. Ja, dann das nächste Spiel ist dann gegen die Schweiz. Das ist dann gleich und bis dahin mache ich jetzt erstmal Schluss und dann sehen wir uns gleich zu dem Spiel Schweiz gegen Frankreich. Bis dann.